Howdy, heute mit dem Film Police Story Back for Law, Regie führt Zheng Ding, er führt die Regie an Little Big Soldiers und die Musik ist von Tsai Lau. Das Verhältnis zwischen Interpol-Cop Song Wang und seiner Tochter Miao Miao ist mehr als angespannt und umso mehr freut sich Wang, als sie ihn auf ein Treffen in die Bar von Wu Xinger einlädt. Als Miao Miao ihn dort eröffnet, dass sie ein Verhältnis zu dem undurchsichtigen und polizeibekannten Barkeeper hat, relativiert Sven unmittelbar, dass seine Tochter lediglich der Lockvogel war, ihn in eine Falle zu locken. Genau wie bei New Police Story ist dieser Film ein eigenständiger Film und hat überhaupt nichts mit Police Story zu tun. Sie haben einige MMA-Meister eingeladen, damit sie bei den Kämpfen in der Gegenwart und in der Vergangenheit wohl ein bisschen das proben können und so. Ich weiß nicht, ob man das so gut auf der Tisch sieht, aber Jackie Chan hat sich die Haare kurz schneiden lassen, um wie ein waschechter chinesischer Politist zu working, aber seine Agentur meinte, das könnte ihn umbringen. Also sie hätte ihm irgendwas gesagt wie, wenn du dir deine Haare kurz schneiden lässt, wirst du sterben. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Handlung halbwegs in Ordnung, Darstellung gut und die Musik fand sie es nicht gut. Fazit: Dieser Film ist ein zweischneidiges Schwert. Ich fand die erste Hälfte schlecht, aber dafür fand ich die zweite Hälfte gut. So, das war's auch mit den Jackie Chan Filmen. Vorerst, im November geht's dann wieder weiter mit einigen Martial Art Filmen. Ich wollte auch einige Sachen von Donnie Yen und Andy Lau zeigen. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.